Ich lese Handbuch der antisozialen Persönlichkeitsstörung aus dem Verlag Schattauer und im Kapitel 5 Genetik bin ich angekommen bei, muss mich ein bisschen radieren, 5.3 Zwillings- und Adoptionsstudien und Antisozialität. Und ich möchte einfach mal sagen, dass in dem Kapitel relativ viel, also nur Scheiß erzählt wurde. So, 5.3 Zwillings- und Adoptionsstudien und Antisozialität, erster Absatz. Es wurden eine ganze Reihe von Zwillingsstudien und einige Adoptionsstudien durchgeführt, die wiederum in zwei großen Übersichtsarbeiten von Ree und Waldman sowie Ferguson durchgesehen wurden. Zweiter Absatz. Lese ich später, der ist relativ lang. Das war's schon. Tschüss.